intro of Bodybuilding by the Sports Scientist. Herzlich willkommen, liebe ShapeU-User. Mein Name ist Daniel Gildner, DFSC Pro. Ich möchte euch heute vorstellen meine Top 3 Bauchmuskelübungen. Vorweg, Bauchmuskelübungen sind keine Definitionsübungen. Das heißt, Diätet macht ihr auf jeden Fall in der Küche über eure gesamte Ernährung. Muskelaufbau betreibt ihr über Muskelreizsetzung, also Muskelaufbauübung. Erste Übung. Für den geraden Bauchmuskel, Rectus Abdominis, der macht eine Flexion nach vorne, beugt die Rumpfmuskulatur. Ich mache sie immer gerne zur Gewichtserweiterung, nehme ich die Hände nach hinten und jetzt mache ich eine Flexion nach vorne, achte darauf, dass die Lendenwirbelsäule oben bleibt und das Ganze dynamisch. Kurze Haltebewegung oben, isometrisch. Macht davon 10 bis 15. Ihr könnt eine Gewichtserweiterung machen. Je weiter ihr das Gewicht nach hinten nehmt oder Zusatzgewichte, desto anstrengender wird es natürlich. Zweite Übung für den optimalen Bauchmuskel ist einmal für die externe I und interne I, obliqui I. Die machen eine rotatorische Komponente, also eine seitliche Komponente und eine Lateralflexion. Dazu legen wir uns einmal auf den Rücken, heben die Beine an, neigen uns ein bisschen zur Seite, achten darauf, dass wir wieder eine Fixierung unten zwischen der Lendenwirbelsäule und zwischen den seitlichen Bauchmuskeln haben, legen die seitliche Hand oben auf den Bauchmuskel drauf und ziehen jetzt die Beine nach oben. Die rotatorische Komponente kommt jetzt dahin ins Spiel, indem ich leicht einknicke. Achte aber darauf, dass ich keine Schwungkomponente mache, sondern indem ich den Ellenbogen zum Knie ziehe. Es ist wieder eine dynamische Übung, 10 bis 15 Wiederholungen und das beansprucht die seitlichen Bauchmuskeln. Übung Nummer 3, wieder die rotatorische Komponente, meine Lieblingsübung. Ganz klar, auch Beanspruchung für den Rectus Abdominis, also wirklich für den geraden Bauchmuskel. Ist aber jetzt eine kombinierte Übung, indem ich einfach hochgehe, kombiniere, eindrehe. Ihr könnt das Ganze auch mit mehr Schwungkomponente machen, aber das ist wirklich schon für Fortgeschrittene, indem ihr wirklich eine rotatorische Komponente macht, indem ihr probiert, die Ellenbogen zu den Knien zu ziehen. Achtet darauf, dass wirklich die Lendenwirbelsäule unten am Boden bleibt. Viel Erfolg euch. Ciao.